Ach so, die Nummer darf man nicht zeigen, ne? Na guck, das haben wir schon mal gemacht, ne? Schatz, hier warten über 600 Leute auf dich. Ja, alles klar. Nee, dann sagst du, die Leute, jetzt haben wir noch ein bisschen gewartet. Ne? 10 Minuten Geduld und dann fangen wir an, ne? Da ist dann auch ein Scheißhaus, oder? Ich bin gerade geguckt. Ne? Bis gleich. Da vor dir hätte ich auch Angst. Hey, ja, alles gut, bisschen warm. Bisschen warm? Das ist ja froh, stell mal vor, ein bisschen. Aber warte mal, die Sonne kommt gleich raus, dann wird's warm. Ja. Wo ist denn uns? Achso, was? Ja, unsere ist schon. Ja, Luzi ist schon ganz groß. Na, aufpassen. Aufpassen. Ja. Willst du noch ein bisschen Pause machen? So, wir haben es geschafft. Steve ist da, Paul ist da. Weiß nicht, wie der heißt. Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Wohltätigkeitsseminar mit Paul Polacek, Steve Bentin, der beste deutsche Bodybuilder im Moment. Ne? Ich habe es ja gestern geschrieben. Naja, weiß ich nicht. Du bist der Einzige, der zum Olympia fährt als Bodybuilder. Wie ist das Gefühl? Geiles Gefühl. Geil, geil, geil. Doch so viele Leute, wie ich befürchtet hatte. Wir haben es ganz einfach gemacht. Wir hatten überlegt, was machen wir denn mal? Wir wollten was Wohltätigkeit-mäßiges tun für die Menschen, weil ich war jetzt nicht dort gewesen, aber ich habe viele Freunde aus der Ecke. Deswegen haben wir uns kurzzeitig entschlossen zu sagen, okay, wenn das Wetter es zulässt, wenn dieser ganze Corona-Scheißdreck es zulässt, machen wir ein Seminar und bums, hier ist jetzt immer, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben das relativ kurzfristig, der Matthias Botthoff heißt er, nicht Botthoff, ne? Ist es deine Mannschaft da? Ha? Ich hab euch extra Plätze freigehalten, ihr müsst ja hier hin. Hier sind eure Plätze. Ganz nach vorne, ja. Vor. Ja, ja. Ja. Natürlich. Nee, Familie Bentin gedacht. Ist hier alles, ne? Hat alles so, dabei hier. Sehr gut. Ne? Ja, haben wir uns kurzfristig entschieden, was zu machen. Matze hat die Location hier besorgt. Ich denke mal, das ist sehr, sehr gelungen im Freien. Das Wetter spielt mit, also es kann nur ein geiler Event werden. Vielen Dank an Steve. Ich hatte Steve angeschrieben zwischen seinen Wettkämpfen, ob er sich zur Verfügung stellt, da mitzumachen. Und ich habe andere Athleten schon mal gehabt, die habe ich auch mal angeschrieben. Die haben dann nach 3 Tagen gesagt, nee, sie haben keine Lust. Beim Steve hat es genau eine Sekunde gedauert. Er hat gesagt, selbstverständlich komme ich. Und dann mal einen Riesenapplaus, weil er hat sich jetzt qualifiziert. Er ist immer noch... Er ist immer noch aktuell, ja, so 80% in Wettkampfform, ne? Die polnischen Marmeladenbrötchen haben geschmeckt, habe ich gesehen, mit deiner Frau, ne? Das gucken wir uns heute noch an, ob der in Wettkampfform ist. Ne? Haben Fülle gebracht. Die Belasten gefressen. Also jetzt beim Wettkampf, beim Wettkampf. Mikro, wo ist denn das Mikro? Irgendwo? Da sitzt wahrscheinlich drauf. Genau. Sag mal, irgendwo müssen wir noch ein Mikro haben. Nee, warte mal, wir haben noch irgendwo eins. Beim Wettkampf hatte ich 95 und jetzt habe ich 108, glaube ich so. Hast du 13 Kilo draufgefressen, du Sau? Wie lange braucht man, um 13 Kilo Muskeln zuzunehmen? Eine Woche, ne? Eine Woche? Polnische Lasagne und polnische, wie hieß das? Pierogi, oder? Hab Pierogi gefressen, oder was? Ne? Ne? Klößchen mit Roulade. Ich wäre noch schwerer, wenn nicht der polnische Sex noch gekommen wäre, weißt du? Habt ihr Sex noch, ja? Ja, warte mal, wenn ihr verheiratet seid, gibt es das nicht mehr, ja? Dann ist es eh vorbei. Ja. Das ist Ende. Ja, und Paul natürlich auch. Paul, wie war dein Wettkampf gelaufen? Ich hab's schon ein bisschen erzählt. Oder mir hast du erzählt. Hätte besser laufen können. Ich will auch keine Ausreden suchen jetzt. Ich habe links in der Schulter starke Arthrose. Das wird im Oktober operiert. Also ich kann quasi links mit der Schulter nur drücken, kein Seitheben mehr machen, gar nichts. Aber ich wollte die Vorbereitung trotzdem durchziehen, weil ich gesagt habe, komm, jetzt ist Corona. Letztes Jahr hast du nichts gemacht. Dieses Jahr wollte ich einfach gucken, wie es läuft, wie es steht. Und ja, nach der OP hoffe ich, dass ich dann wieder in eine richtige Offseason gehen kann. Jetzt wiege ich so mittlerweile auch wieder 127, 128 Kilo. Ja, und dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr läuft. Du bist noch sehr jung, ne? Ich habe es ja gerade mal gefragt. Ja, sehr jung ist noch 36. Ja, du im Gegensatz zu uns, zwei alte Wichser, ja. Wir sind ja schon knapp an der 5 dran. Wie alt bist du, Steve? Knapp an der 4 dran. 39 noch. Bist auch noch jung, ey. Noch halbe wie lange willst du das nochmal? Bis ich scheiße aussehe.
Also hörst du auf jetzt, oder? Also ich sag mal, ich hab's. Ja, kann ich heute aufhören. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab Bilder gesehen von Steve. Ich meine, ich folge nicht viele Bodybuilder, aber im Steve folge ich, ganz ehrlich. Ich gucke mir das gerne an, weil ich es immer lustig finde, weil er so herrlich unnormal ist. Und ich mag Menschen, die unnormal sind. Ich habe immer so die Form gesehen, so eine Woche vorher denke ich, Alicante wird schwierig. Ne? Und dann schafft das immer wieder innerhalb von einem Tag, der Hund in so eine gute Form zu kommen. Also Chapeau dafür. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Ahnung wie du, aber mein lieber Freund, Respekt, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie du das machst, vielleicht kannst du es näher verraten. Ich glaube, du frisst nur 400 Kalorien oder was hast du gesagt, ne? Und trinkst einen Brennnesseltee oder so, ne? Ja, zum Schluss relativ wenig, also fast keine Kohlenhydrate mehr im Grunde, also gar keine. Wie schwer warst du genau auf der Bühne dann? Also du darfst ja wie viel, 95, wie viel? Ja, na, ich darf 96,1 wiegen und hatte genau, also ich mache ja immer, bevor ich auf der Bühne gehe, nochmal so einen Einlauf, dass nochmal alles innerlich rauskommt und dann bin ich losgegangen zum... Also Einlauf ist Analsex nochmal, ne? Also. Ja, also. Fühlt sich an wie Analsex. Ja, also ja. Ich habe auch einer. Ich habe einmal im Leben einer gemacht. Also nicht Analsex, sondern Einlauf. Ja. Aber am Bottom steht es im Vertrag drin bei Rühl 24, ne? Mit Rühls Bestes. So. Also an der Stelle ganz kurz, ich möchte die Zuschauer natürlich hier auch nochmal, wo ich ein Heimspiel habe hier und in meinem Ort bin in Gunsberg, recht herzlich begrüßen. Und ganz besonders möchte ich meine Mutti begrüßen, die sitzt da rechts. Mutti, es tut mir leid. Ich kann es dafür. Ihr Sohn muss es. Ich hätte ihn nicht einladen wollen. Meine Mutter kann Markus Rühl absolut nicht leiden. Meine Mutter hat damals im Fitnessstudio schon zu mir gesagt, als ich Bodybuilding gemacht habe, aber so wie der willst du mal nicht aussehen, oder? Das hat meine Mutter gesagt, ja. Und Mutti, es tut mir leid. Wenn du es nicht mehr ertragen kannst, wir haben eine super Eisdiele drüben, dann gebe mit deiner Freundin rüber, weil ich kann ihn nicht zügeln. Er hat einfach so ein Schlappmaul. Eisdiele, wie lange hat die auf? Ja, das kriegen wir hin, nachher. Weißt du später, ne? Ja, erstmal nochmal sowieso herzlich willkommen. Was machen wir hier? Wir machen ein bisschen Bodybuilding-Talk, ne? Die Drohne ist auch schon am Start. Wir machen ein bisschen Bodybuilding-Talk, wir machen ein bisschen lustig. Wir haben zwei. Das Ordnungsamt. Ja, die gucken jetzt, ob ihr die Abstände einhaltet. Ja. Also nochmal schnell auseinanderrutschen. Ja, fickt euch, ne? Wir werden hier ein bisschen Spaß machen, wir haben ein bisschen Unterhaltung, ist ja ein Entertainment. Man, die Lage ist ernst genug mit dem ganzen Kram. Wer weiß, wie lange solche Veranstaltungen noch wieder machbar sind überhaupt. Ne? Vielleicht noch 2 Wochen. Die vierte Welle kommt ja, ne? Oder ist schon da. Anscheinend sind wir ja schon wieder mittendrin. Sind wir wieder mittendrin, ja. Ich habe noch nicht einmal die erste entdeckt, aber gut. Vielleicht kriegen wir die vierte und dann ist es vielleicht in 2 Wochen gar nicht mehr machbar. Insofern sind wir froh, dass wir heute nochmal hier so lustig zusammen sein dürfen. Zwei absolute Top-Bodybuilder, die momentan in Deutschland unterwegs sind, zur Verfügung haben, die natürlich auch noch ein bisschen Muskel zeigen nachher. Der Steve und der Paul werden nachher nochmal posen. Ja, nur wenn die das sehen wollen. Ja. Ich meine, wollen das sehen, oder? Ja. Dich will keiner sehen, ja. Das weiß ich, aber beim Paul und beim Steve. Ja. Ich meine, wenn wir schon mal die Chance haben und Olympiateilnehmer hier haben. Ja. Übrigens, wir haben auch Fans von dir hier, die haben dich damals noch live auf der Bühne gesehen. Die sitzen da oben rechts. Das hier, das Altersheim ist direkt hier neben. Ja, da sind viele noch, die haben mir vorhin schon erzählt, Markus Rühl, den habe ich live gesehen, damals auf der Bühne. Und da sagst du, ich hätte keinen Anstand vor deiner Mutter, ich respektiere es, Alter. Hm? Ich habe auch nichts gegen die gesagt. Ich meine, die haben sich gefreut. Aber zumindest habe ich noch Fans, auch wenn sie schon 80 sind, aber du hast ja gar keine mehr. Das stimmt, ja. Ja, also wir werden nachher noch zwei tolle Athleten sehen auf der Bühne, auf dem Scheiterhaufen hier. Das ist ja ein Hexenhaus, ne? Ja, sieht gut aus, ne? Wie findet ihr die Locations geil, oder? Ich finde es sensationell. Ja, vor allem Märchenbühne passt zu uns, weil du so viel Scheiße erzählst. Ich verstehe gar nicht, dass es immer noch Leute gibt, die das abnehmen, die dir überhaupt Glauben schenken. Ne? Ja, klar. Ne? Wein saufen und Wasser trinken, oder wie das heißt, ne? Ja. Nee, Wein predigen und Wasser saufen, ach, scheißegal. Nee, also wie gesagt, wir werden das Steve natürlich noch ein bisschen interviewen, was er wirklich jetzt macht die nächsten Woche für den Olympia. Es sind ja nur, glaube ich, 3 oder 4 deutsche Athleten in, wo ist das überhaupt, in Orlando? Nur noch der, wo wir von Märchen sprechen, die zwei Märchenprinzen, die sehr viel Märchen erzählen sonst. Ach, der Mike, der mit den langen Socken, der schnappst du immer, ne? Der Mike Jammerfeld. Jammerfeld, ja. Und der Urs noch, sind noch, glaube ich. Ja, der Miracle Bear, ne? Miracle, genau. Ja. Habe ich jetzt vorhin noch nicht gehört, also Mike schon, Miracle Bear habe ich gesehen, aber Respekt, er hat es geschafft. Man muss ja trotzdem Chapeau sagen für jeden, der es zum Olympia schafft, der nicht in Vegas ist, sondern in Orlando. Orlando. Warum ist das so?
Wegen Corona oder was? Oder? Ich vermute, glaube ich, weil in Orlando es wärmer ist und weniger Corona-Viren rumschwirren oder so. Oder, irgendwie okay. Oder der Gouverneur dort, also der Politiker-Chef da, lockerer ist als der in Las Vegas. Vielleicht weiß es hier einer. Da? Lauterbach sucht noch eine Freundin. Vielleicht haben wir heute eine für ihn hier. Ne? Botthoff, ja. Weil ich mal einen Vertrag ausarbeite, ja. Also mal schön Lauterbach einer. Oh, hier. Nimm den doch unter Vertrag bei Rühl 24 als Experte. Ja. Mein Freund Heiner, ja. Das ist einer der besten, den ich finde. Ja. Der hat ja alles verboten, ne? Sport. Küssen. Der sagt ja alles voraus, immer so ganz schön. Ja. Komischerweise trifft alles ein. Ich weiß, ob der ein Hellseher ist oder irgendwie nur gut bezahlt wird von der Pharmaindustrie. Aber lassen wir mal das Corona-Thema hier außen vor. Jeder mag sich seine Meinung machen. Wir haben auch unsere. Jeder, glaube ich, ist da kritisch genug mittlerweile. Ich muss mich ja jetzt impfen lassen extra dafür, für die Reise da. Ja. Weil das im Vertrag steht? Nee, weil ich sonst nicht nach Amerika komme, glaube ich. Ach so. So ich gehört. Na. Was machst du für eine Impfung? Testo? Oder? Ja, Susanon ist oder Omnadrin, mal gucken. Polnisch natürlich, Omnadrin. Wenn schon, bleibt es bei Polen, ne? Ja, natürlich, geht schon immer gut. Ich habe aber in einem Ärztejournal gelesen, ist jetzt kein Spaß, jetzt auch mal was Ernstes, dass ein erhöhter Testosteronspiegel einen geringeren oder einen weniger schlimmen Corona-Verlauf hat. Also wer einen hohen Testosteronspiegel hat, erkrankt weniger schwer an Corona. Ohne Scheiß. Also sind hier 95% immun, ja. Also, da braucht ihr überhaupt keine Sorgen machen. Ja, sehr gut. Ja. Haben wir einen Veganer hier, ja? Bitte aufstehen. Der Poster hier mit dem Steve. Ja. Das wollen wir mal sehen, ja, wie das aussieht, das Zeug. Aber apropos sehen, schwenken wir mal rüber zum Paul. Der war ja in Alicante in der offenen Klasse. Wie hast du so die Konkurrenz gesehen? Also der Tim Budesheimer hat einen tollen dritten Platz gemacht. Der Nathan und der Uli Platz 1 und 2. War das so okay? Oder also wie hast du es jetzt live von der Bühne aus gesehen? Ich denke, gegen die Kuwaiti-Jungs ist es sehr, sehr schwer anzukämpfen. Also die züchten die ja regelrecht dort in Kuwait. Die werden regelrecht gezüchtet dort. Also das ist halt schon andere Maßstäbe dort. Ja. Findest du wirklich, dass die so outstanding sind oder... Also ich habe gegen Roli auf der Bühne gestanden und gegen zwei andere. Ich fand die jetzt nicht so, das sind so extrem. Also die Härte war jetzt wahrscheinlich nicht so, aber so von den Dimensionen und von der Masse, von der Dichte ist halt schon, ja. Also das sind auch nochmal Welten zu den anderen Athleten. Ja. Hat der Roli sich verbessert? Also ich fand ihn 20 Kilo leichter, ja. Also ich denke halt, da wird jetzt auch nicht mehr... Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber da wird jetzt raus mit der Wahrheit. Nicht mehr viel passieren und da bei der Olympia wird er da wahrscheinlich auch nicht auf den vorderen Plätzen landen. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ja jetzt Außenstehender, ich vertrachte es nur noch mit Interesse, aber nicht mehr jetzt so mit Inbrunst, wie ihr das vielleicht noch macht oder wie ich das noch vor 10 Jahren gemacht habe, wo ich noch dabei war, aber ich war schon erschrocken, wie der Winkler aussah. Ich habe gedacht, was ist mit dem passiert? Der hat sich genau halbiert, ja? Also ich denke, dass der einige Kilos leichter ist. Ich war immer so ein Fan, weil er so ein Biest ist. Genau, ja. Und jetzt ist es nur noch Biest. Ein Rumpsteak, Biest. Ja. Ein kleines Rumpsteak, Filet. Ne? Na, vielleicht muss man an der Stelle natürlich berücksichtigen, der Ruli ist jetzt auch schon lange im Game. Der war lange Zeit einer der massivsten Athleten. Das bedeutet natürlich auch, dass man da das eine oder andere Opfer bringen muss. Nur schwer macht schwer. Und mit 44 kommt er jetzt, glaube ich, auch in den Bereich... Ich würde gerne mal wieder... Ich habe ihn jetzt länger nicht getroffen. Habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihm. Haben wir mal gute Gespräche mit ihm geführt. Ich würde halt jetzt gerne mal privat fragen, hier, wie sieht es gesundheitlich aus? Wenn du so viele Jahre schwer trainierst, so massiv bist, mit 44, glaube ich, kann man die Masse nicht mehr halten. Oder, Markus? Ja gut, ich bin jetzt 50. Ich muss ja irgendwann an die Gesundheit denken. Da muss man dann irgendwann runterschrauben. Aber es ist natürlich alles seine Zeit. Man, jeder hat seinen Punkt, wo er sagt, wird den Athleten hier, den jetzt wo auch irgendwann so gehen, dass es dann heißt, macht das alles noch Sinn? Wird die Form noch besser? Tust du das noch weiterhin an? Ist es überhaupt mental noch umsetzbar? Ja, ich meine, ihr habt jetzt auch wieder Wettkämpfe hinter euch, was da alles auf einem Ei trifft. Das kann man als Profi wirklich nur nachahmen, wenn man wirklich mal in dem Geschäft drin war. Ich weiß ja, was da in einem vorgeht, an Druck, an Sponsoren, was dahinter steckt, an Geld verdienen. Das ist ja auch Kommerz, das ist ja nicht nur Spaß an der Freude, sondern das ist natürlich auch Geld verdienen. Insofern war bei mir die Frage irgendwann, machst du das überhaupt noch? Kannst du damit überhaupt noch deine Leistung bringen? Nee, und dann geht es irgendwann nicht mehr. Irgendwann machst du ja den Schritt zurück.
Das alles hat seine Zeit. Ja, die Frage ist halt, hast du das Gefühl gehabt, dass du mit über 40 überhaupt noch die Leistung bringen kannst, um auf dem Level Wettkämpfe zu machen, wie du früher warst mit der Masse? Ich meine, ein kleiner, leichter Athlet kann man immer noch sagen, okay, der kann die Form vielleicht relativ lange halten, aber wenn du so rumläufst mit den Paketen, wie es der Ruli hat... Puh. Guck mal, das ist da eine Frage. Wann kommst du ins Geschäft? Ich bin 25 Profi geworden, habe mit 25 meinen ersten Wettkampf gemacht. Habe gemacht, bis ich 40 war. Ich habe 16 Jahre lang im Profizirkus mein Unwesen getrieben. 2 Wettkämpfe oder 3-mal immer pro Saison. Das heißt im Frühjahr, im Herbst, da dabei 11 Olympias. Und das ist natürlich auch eine Frage der Zeit, wann du verschleißt, wenn dein Körper nicht mehr kann, wenn du psychisch fertig bist, wenn du vom neurologischen System, Nervenzentrum etc., das macht dich ja auch alles fertig. Ja? Es geht ja nicht nur um Gewichte zu stemmen und 3-4 Stückchen Hähnchen zu essen, sondern... Aber im Endeffekt hat ja deine Karriere, wenn du so willst, diese Brustgeschichte eigentlich, wenn du so, oder? Ja, auch, oder aber bei mir war es auch viel Mentalität. Ich habe die Kraft nicht mehr gehabt. Ja? Ich habe Schiss gehabt, ich bin ganz ehrlich. Ich bin zum Schluss raus und habe Athleten gesehen wie ein Rolly Winkler und habe gesagt, okay, die kannst du nicht mehr schlagen. Wenn du dann mental nicht mehr bereit bist, das hinzukriegen, dann schaffst du es nicht mehr. Ja? Diese Mentalität, diese mentale Stärke. Du bist doch mental stark, gehe ich von aus. Ich weiß es nicht. Bist du es oder bist du es nicht, ganz ehrlich? Ich bin es ja, ganz ehrlich. Ja? Paul, wie sieht es bei dir aus? Bist du mental stark oder bist du auch ein bisschen ängstlich teilweise? Ich denke, das lernt man mit der Zeit. Also wenn du zurückgeworfen wirst durch irgendwelche Verletzungen oder durch irgendwelche anderen Sachen, dann musst du mental stark sein. Sonst kannst du sagen, ich mache gar nichts mehr, ich höre einfach auf. Ja. Ich denke halt auch beim Steve ist so, da muss ich ja immer ein Gewicht drücken. Und wenn du dann halt einen Tag quasi nur einen halben Liter Wasser trinkst und ein Stückchen Fisch isst, musst warten bis zur Waage, das ist auch mentale Stärke. Weil jeder andere würde dann sagen, du, ich scheiß da drauf. Ja, also, ich denke halt... In Alicante war ja noch die Hitze, du weißt ja noch. Du warst da waren es über 40 Grad in Spanien. Da musste ich ja im Zimmer setzen da und mich da vor dem Ventilator hauen, sonst hätte es mich weggehauen. Aber ich glaube, der Paul kann das ganz gut wiedergeben, weil du hast ja schon 1-2 derbe Rückschläge gehabt. Brust einmal abgerissen. Ja, rechts. Oder zweimal? Nee, einmal. Ja, rechts, dann links. Dann war links Bizeps-Szene versetzt worden durch Kalkablagerung. Ja, jetzt wird im Oktober wieder operiert, ja. Also schon 3 schwere Operationen, genau. Und die vierte kommt jetzt. Genau. Ja, okay. Also ist er mental stark. Ja, ich muss sagen, je älter ich geworden bin und je mehr der Leistungsdruck kam, je mehr habe ich an mentale Stärke verloren. Also ich war als junger Athlet extrem stark, mich hat nichts tangiert, war mir alles egal. Und je mehr ich zu verlieren hatte, weil du älter geworden bist, weil du auch eine gewisse Kategorie erfüllen musst. Ja. Du musst dich für die Olympia qualifizieren. Heute wird dir ein Bums draus gemacht. Steve hat es geschafft, geil. Von mir wurde es damals erwartet. Und wie, ich bin beim Olympia nicht in die Top 10 gekommen. Da war der Rühl eine Fotze und was eine Flasche. Und heute werden die kleinen Wichse hochgejubelt, wenn sie mal 5 dabei, irgendein Scheiß-Drecks-Wettcup im Hinterhof Portugal werden. Ja? Also gut, aber wie gesagt, du kannst ja den... Ich finde immer so, man muss ja noch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben ja jetzt ein ganz anderes Zeitalter. Man kann ja einen Markus Rühl oder einen Dennis Wolf oder einen Ronny Rockel jetzt immer noch nicht vergleichen mit den heutigen... Aber du bist der Maßstab momentan. Ja, ich bin eine Gurke und bin der Maßstab, muss man vorstellen, du. Nein, keine Gurke, du bist... Ja, aber ich bin ja nicht vergleichbar mit einem... Also ich bin auch noch weit weg von einem Ronny Rockel. Also ich bin ja... Du, gleiche Größe, gleiches... Aber Ronny war ja noch in seiner Glanzzeit trotzdem noch nur mal besser, massiger als ich. Ja, aber ich will jetzt sagen, du bist in der heutigen Gewichtskategorie das Maßstab in Deutschland und auch in der Welt. Bist du immer mit unter den Top 5. Du warst New York 5. Du warst jetzt knapp davor, du warst zu unberechtigt 4. Jetzt nochmal 3. 2. Na gut, mit ein bisschen Augenzwinger vielleicht auch 1. werden können, das mag mal dahingestellt sein. Also bist du auch ein Maß in der Weltspitze mittlerweile. Und das ist nicht viel schlechter oder besser. Was ich mir sagen will, du bringst ja deine Leistung. Es werden aber heute Leute hochgejubelt, nur weil sie mal irgendwo eine Platzierung generieren, die, wo ich sage, mein lieber Freund, da war ja halt auch keiner da. Ja? Also da waren jetzt 3. Die fliegen ja extra dahin, da wo keiner da ist. Ja. In einer Sache muss ich dem Steve ja wirklich mal ein Lob aussprechen. Ich meine, ich schlage zwar immer die Hände zusammen, wenn ich ihn auf Instagram sehe. Also tut mir da einen Gefallen, folgt dem Steve nicht auf Instagram. Es ist nur schwer zu ertragen, weil ich gucke immer. Und ich aber der macht es wichtig, der sitzt auch im Scheißhaus und frisst, ja? Das ist das Allerschlimmste, ja. Ist doch geil. Deswegen sage ich auch, folgt dir nicht auf Instagram, ist genauso beschissen. Mach ich aber ja mittlerweile nicht mehr. Aber eins muss man ja mal klarstellen, er ist der Einzige, der es bisher geschafft hat, in der damals noch 202 und jetzt 212er Pfundklasse, der einzige Deutsche, der es geschafft hat, sich da zu qualifizieren für den Mr. Olympia. Das hat bis dato noch keiner geschafft. Der Ronny Rockel, ja, der ist mal runtergegangen mit dem Gewicht,
Aber der Einzige, der sich wirklich in dieser Klasse qualifiziert hat, du bist der Einzige, der bisher das geschafft hat. Nee, Ronny war da auch so im Olympia, glaube ich, damals. Ein, zweimal war der auch beim Olympia. Aber im Schwergewicht, ne? Nee, auch war der auch bei den Kleinen, ja? Ja, aber der ist ja eigentlich runtergegangen. Der Einzige, der original da reingestiegen ist, bist ja du. Sonst haben wir keinen. Ja, ich war ja von vornherein, als ich 2011 Profi wurde, war ja von vornherein für mich klar. Bei mir ist es ja auch so, dass das, was mich ja ausmacht, ich kenne meinen Körper oder kann meinen Körper sehr gut einschätzen. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt, ich könnte 5000 Milligramm nehmen und fressen, wie der Arzt kommt, und ich werde trotzdem keine. Was denn 5000 Milligramm? 5000 Milligramm AstraZeneca. Ascorbinsäure. AstraZeneca, 5000 Milligramm könnte ich nehmen, aber ich würde nicht schaffen, auf der Bühne 110 Kilo zu wiegen oder 105 Kilo, wie der Ronny Rockel damals, so zu seinen Glanzzeiten jetzt. So, das würde ich. Ich bin einfach so ein Körpertyp, jetzt, ich sag mal so, jetzt hatte ich, wie gesagt, 95 Kilo. Wenn ich gut bin, kann ich noch ein Kilo, zwei noch raufpacken, und dann ist aber auch Schluss. Und dann bin ich auch an meinem Zepter gekommen, und das ist für mich ist das gut. Und was wünschst du dir jetzt für die Olympia? Also ich möchte es einfach nochmal die Form jetzt kompensieren, so wie jetzt in Portugal, würde ich mal so sagen. Und ein bisschen den Bauch. Warst du in Alicante nicht besser? Das war meine Frage. Entschuldigung. Ja, ich weiß es. Ich kann das ganz. Also eigentlich vom Gewicht, wie gesagt, bin ich bei beiden Wettkämpfen morgens mit dem gleichen Gewicht zum Prejudging gegangen. Der eine sagt wieder besser hier, der andere sagt wieder besser. Dann sagen sie. Wo hast du dir besser gefallen? Ja, ich würde auch behaupten, wahrscheinlich Portugal, weil ich ein bisschen. Nicht voller, da war der Bauch halt noch ein bisschen. Ich hatte ja dieses Problem, dass ich vorher diesen scheiß Fisch gegessen. Paul war ja live dabei. Habe ich so diesen Fisch gegessen, und von da an hatte ich so abends den Wettkampftag davor so Blähbauch, und wurde dann wieder besser, aber zum Abend wurde es wieder dann schlechter, und ja, aber der Körper ist halt auch, bist halt auch keine totale Maschine, oder auch die Gegebenheiten waren in Alicante auch wesentlich schwieriger durch die Temperaturen, sage ich mal auch mal. Ist halt was anderes, wenn du da mit nichts trinken, ein paar Stunden lang auf 40 Grad auf dem Zimmer oder auf 20 Grad in Portugal dann. Ne? Also da hast du schon. Und dann war in Portugal auch der Vorteil, dass ich morgens auf die Bühne bin. Jeder, der Bodybuilding macht auf dem Wettkampf, weiß, dass man morgens besser aussieht, als wenn man noch den ganzen Tag irgendwo Backstage auf der Bühne an der Backstage legen muss. Also in Alicante war auch so, die haben es mit der Uhrzeit nicht so ganz. Da war ja dann. Ich weiß gar nicht, wann waren wir auf der Bühne? Du warst ja 20 Uhr oder 21 Uhr, glaube ich. Der spät abends dann und so. Und das. In dann haben sie auch in Portugal. Halt, ne? Und dann, in Portugal war ja auch das Schlimme dann noch. Dann fing der Kampfrichter dann an, offenbar nochmal einen Vergleich nachzufragen, wo du denkst, Backstage fragst du halt diese Leute, die da was sich kümmern, die immer die Leute einsammeln, was jetzt dran ist. Dann normalerweise hast du dann die Kür hinter dir, und nach der Kür geht es dann zur Zeremonie, also zum Vergeben der Plätze. Habe ich gedacht, naja, brauchst du dich nicht nochmal einölen, brauchst du dich nicht nochmal aufpumpen, gehst du raus. Und dann kommt er und sagt nochmal hier, Nummer 23 Bentin, Nummer 85 Hans-Peter und 76 der und der. Und dann nochmal die vier Jungs da eine Vergleiche. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße. Und ich bin auch so ein, ich bin halt immer so, dass ich meine Schwäche, meine Rückenseite halt immer ein bisschen mehr aufpumpe. Und die war dann halt null Pump drin, und dann habe ich in der Rückenansicht natürlich ganz klar verloren bei den Jungs dann so. Das war dann. Aber wo ihr eben schon von Ernährung gesprochen habt, jetzt haben ja viele ja auch eine Sommerdiät gemacht. Man sieht es ja, ihr seht alle super aus, alle in Shape hier. Wie tief. So ein Schleimscheißer, oder? Aber jetzt waren wir eben beim Thema Ernährung. Mich würde mal interessieren, wie tief waren das Steve runter mit den Kalorien? Weil du musstest schon ziemlich hart Diät machen. Du musst ja auch mal so ein bisschen in die Klasse reindrücken. Wie sah es denn aus? How much? Ich habe ja. Mikro? Achso. Aber wie genau meinst du das jetzt? Also zum Schluss oder allgemein? Genau, zum Schluss. Weil du gesagt hast, du hattest keine Kohlenhydrate mehr. Ja, ich hatte bestimmt wie hart war die Diät dann? Die letzten 8 Wochen habe ich keine Kohlenhydrate mehr gegessen. So. Also noch nach dem Training mal so ein bisschen 50, 60 Gramm da. Immer. Weißt du die Kalorien insgesamt, was du hattest? Nur so 1800. 1800. Bei mir im Coaching heulen sie schon rum, wenn sie 2300 essen sollen. Und dann tun sie alle so, ich wiege aber 85 Kilo. Fette 85 Kilo. So 1800 ist schon. Ja. Da schiebt man schon Kohldampf. Räumt man da nachts von Milchschnitten? Der Kohldampf ist gar nicht das Schlimme immer für mich. Das Schlimme ist hier, meine Freundin kann es bezeugen, die schlechte Laune und dieses Lustlose, dass du nicht reden magst und keinen sehen willst. Und aber dass du Leuten aus dem Weg gehst. Ja, ja. Ich
oder manchmal, oder ich gehe extra bei mir, hab das Glück jetzt, dass ich so ein Kellerstudio habe, dass ich da, dann frage ich den Kollegen extra, ist einer da? Oder manchmal war dann so das Ding, da war dann einer da, dann kommt noch so einer um die Ecke, dann kommen immer die Besten, sind dann immer so, ich habe gehört, du definierst jetzt deinen Körper und so. Dann sag ich, ja, und du bist da am Ackern gerade und der fragt dich dann, wie sieht's denn aus? Zeig mal, zieh mal aus und so. Und du sitzt da und denkst so, hast Pullover an und schwitzt und sagst halt deine Fresse, geh weiter, mach dein Training einfach. So, also das Problem ist halt, dass der Normalbürger, normal Mensch kann das nicht nachvollziehen, was du da durchmachst. So, dass du, diese Hungergeschichte gar nicht so, dass für mich jetzt gar nicht das Problem ist. Das Problem sind diese Nerven und dieses, dass du für dich in deinem Tunnelblick bist, dass du für dich sagst, jeden Tag, ich habe nur dieses Ziel vor Augen und alles andere ist mir egal. So. Lass mich in Ruhe, geh mir aus dem Weg. So, oder du steigst im Bus mit deiner Maske da habe ich die Maske nicht richtig auf, dann fragt mir einer, zieh deine Maske richtig an, dann bist du gleich so, also in der normalen Phase aufs Ziel würde ich sagen, so, mach ich so. Und in so einer Phase sagst du dann, halt deine Fresse, ich schlag dir deine Maske vom Kopf, du Affe, so ungefähr. So, sowas, also so bist du dann manchmal drauf. So das. Aber eigentlich kannst du dafür gar nichts, weil das sind die das ist der Hunger. Also das, oder also das ist, die, weil, das ist weil die Anspannung nichts zu essen einfach, da, ja. da ist. Ja. Also nichts, aber ich glaube auch, das ist viel die psychische Anspannung, weil du auf das Ziel hinarbeitest. Du hast ja auch ein gewisses Ziel. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich glaube, ich habe 3 Wörter am Tag gewechselt. Und das war schon viel. Meiste Konversationen hatte ich mit meinem Wellensittich. Das war der einzige Freund, den ich hatte, der mich verstanden hat. Du hast bis heute noch nicht mehr Freunde. Das ist alles andere sind angestellt. Aber der Wellensittich ist schon tot, glaube ich. Ne? Der ist leider schon tot, ja. Aber der hat mich verstanden. Ja. Ne? Das war auch der Einzige, der in meinem Mund schlucken durfte und der Reis rausgepickt hat. Ne? Ohne dass ich ihn mitgegessen hätte. Ne? Aber ja, man sucht sich oft Freunde, die vom Intellekt ungefähr gleich sind. Wo bist du unter Vertrag? Noch bei Rü24. Aber apropos Kalorien, wie viel durftest du noch essen beim Dennis Wolf? Du wirst von Dennis Wolf gecoacht, betreut. Was hat der dir noch gegeben? Auch weiter vom Dennis. Ja, genau. Wir sind beide spielt euch gegenseitig aus, oder? Ja, ja. Sagt, oh, ich sage Paul nur die Hälfte. Ja, Steve, du bist mein Freund. Beim Paul weiß ich ja, der hat ja mal ein bisschen, da habe ich auch mit Dennis drüber gesprochen, der hat ja immer so Ladetage so gekriegt. Also ich hab bis quasi 2 Wochen vom Wettkampf so 2-3 Ladetage gehabt mit 5.000, 6.000 Kalorien. Das ist ja nicht meine Diät. Das ist doch kein Ladetag, Alter. Das habe ich zum Frühstück gegessen. Ich bin gesund und ich durfte dann auch mal was anderes essen. Ja, ich weiß noch, wo ich... Ich habe 3,5 Kilo rohe Reis gefressen am Ladetag. Das sind 8, 16, 24 mal 4, 8.000, 9.200 Kalorien. Oder du hast noch 140 Kilo gewogen. Das ich muss mit Dennis mal telefonieren, dass er dem einen Ladetag gibt. Ja? Aber ich habe danach auch fast im Insulinkoma gelegen, 3 Tage lang. Aber ja, das war okay. Ja, also wir haben das so Carb-Sighting gemacht. Das heißt, am Anfang der Woche viel und dann zum Ende der Woche weniger Kohlenhydrate. Aber das hat dann funktioniert und dann, wenn das Gewicht zu schnell abgefallen ist, dann hat man dann halt mit Kohlenhydraten aufgefüllt. Also ich habe jetzt nicht so gelitten wie der Steve. Ja. Meinst du, es ist schwerer als Schwergewichtler eine Diät zu machen oder wenn man jetzt sagt, man muss in eine Gewichtsklasse rein? Wie findest du das? Ich denke, wenn man Gewicht machen muss, ist es schwerer. Weil du, wenn du jetzt zu schwer bist, ja, dann musst du dich drücken. Ja, und bei uns ist ja egal, wir können ja 120, 130 Kilo wiegen. Hast du die ganze Diät gehungert oder nur die letzten Tage? Nee, ich habe schon, wie gesagt, bei mir war das Problem halt, ich war sehr massig in der Offseason, ich hatte 118 Kilo, das habe ich noch nie gewogen. War auch sehr dick, kann man sagen, so. Also sehr, sehr füllig. Das waren alles nur Haare. Die Haare auch sehr viel, die habe ich ja dann bei Stern TV gelassen. Wie war das eigentlich bei dem Stern TV mit dem, erzähl das mal, habt ihr das gesehen? Steve als Haartester? Wie war das? Ja. Hast du Schmerzen gehabt? Also Chapeau, ne? Also, ja. Die hat er den ganzen Pelz vom Rücken runtergeschält, die Alte. Du hast keine Miene verzogen. Ich hab mit meinem Kompagnon das auf Slow Motion gemacht, gell? Im Standbild. Du hast keine Miene verzogen. Respekt. Ja, generell ist das, ne, sie kennt das ja, bin ich nicht so ein Schmerz. Ist schon ein harter Hund. Ich bin mehr so. Ist das euer Vorspiel mehr, als oder mehr was? So, ne? Mehr so Herz. Mal schön hier die Arschhaare rausgezogen. Ja? Genau. Ist der Steve so ein SM-Typ? Ist er das? Ja? Ja? Nein? Okay. Komm, mach mal vor, scheiß aufs Posing. Ja. Mir enttarnt dir mal der Arsch schön. Also ich war echt beeindruckt. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht hier mit diesem Wachs, einmal auf der Brust rübergezogen. Das sind ja tödliche Schmerzen.
Also unglaublich. Deswegen Respekt, dass du da keine Miene verzogen hast. Man muss auch sagen, bei mir waren die Haare ja sehr lang. Dann ist es auch ein bisschen noch, desto länger die Haare sind, desto mehr Busch da so, desto zackiger geht es ja einfach so. Das ist der Abdieg eigentlich. Also wenn du so, ich denke mal, wenn du weniger da hast, dann tut es ein bisschen mehr wie vielleicht vier oder so. Weiß ich nicht. Also. Aber wie gesagt, ich habe es ja damals schon in Thailand da machen lassen und das war auch so, also ich habe andere Schmerzen. Ich glaube, wenn ich mir ein Bein breche oder ich habe einmal auch ja so ein, beim Bankdrücken so einen Muskelfaserbündelriss gehabt, das tut schon ein bisschen, das zimmert ein bisschen mehr rein. Da ist ja wie so ein Stromschlag. Also ne, so ein Brustmuskelabriss tut schon ein bisschen mehr weh, oder? Ja, ist ein komisches Gefühl. Es hört sich ja so an, wie, so, wie wenn ein Blatt Papier reißt. Ja. Das beim ersten Mal auf der Schrägbank mit 180 Kilo war keiner hinter mir und dann wollte ich mir noch den Studioboden natürlich nicht kaputt machen. Dann habe ich das versucht langsam abzulassen. Ach du Scheiße. Ja, das kann man das dann noch ablassen? Also, ja, also oder knallt es einfach runter? Ja, hast du abgerollt oder was so? Ich habe abgerollt, ja. Ja. Aber ich hab aber gewusst, was deine, passiert. Deine Eier? Nee, das war ja okay dann. Ne? Aber also ihr könnt euch ja mal 180 Kilo über den Brustkorb rollen. Nee, über die Eier, das ist das Interessante dabei. <Eier. lacht> Also es ist nicht angenehm, ja. Ja, genau. Nicht angenehm. Aber Markus, so ein Faserriss im Beinbizeps habe ich auch schon öfter gehabt, der ist auch eklig. Faserriss, ja, ist schlimmer, war welche Übung? Ach so. Wir haben eine schöne Übung. Ne? Okay, gut, ja. Das Happy End hat gefehlt, aber sonst mittendrin war es ganz gut. Nee, schlimmer war der Quadrizepsabriss, also die Sehne. Das, da kann ich dem Paul nachziehen, mein lieber Freund. Da geht dann 2 Sekunden das ganze Leben vor die Augen. Das, boah. Das tut schon weh. Da muss man sich lange davon auch wieder. Wie war das, die Angst danach, dass der Brustmuskel wieder hält? Das also, ja, also wenn, mir hat der Doktor versichert, dass er jetzt stabiler ist wie davor, aber du wirst dieses Gefühl nie wieder los, also du wirst nie wieder dieses Gewicht bewegen. Weil es einfach im Kopf drin ist, wenn irgendwas zieht oder zwickt, lässt du sofort zurückgehen, das Gewicht. Weil dieses Gefühl, das vergisst du nicht, wenn das reißt. Das hört sich wirklich an wie so ein Blatt Papier. Innen, ja, und dann innerhalb von einer Stunde, zwei, ja, ist das alles, ja, blau, bis runter zum Trizeps, ja, hier so ein Geschwülst an Blut und alles, ja. So, also, wenn ihr mal Fragen habt zwischendrin zu irgendeinem Thema, was euch schon mal brennend interessieren wird, an die 2 aktive Profis und an die 2 alten Männer und mich, Botthoff. Ihr dürft euch gerne an unseren Gesprächen beteiligen, seid nicht, ja, so schüchtern. Ja. Jederzeit zu jedem Thema gerne Fragen stellen. Wir kommen auch gerne entgegen mit dem Dings. Ansonsten reden wir ein bisschen über das Training. Paul, wie sieht's aus? Wie oft hast du jetzt trainiert? Weil es hier immer so 2-mal die Woche und Push-Pull-Beine. Bist du so einer, der sagt, ich trainiere alles 2-mal die Woche durch? Jeden Muskel ist separat. Bei mir gibt es sowas nicht wie Push-Pull-Beine. Das ist für mich hier neumodernes Training. Warum? Ist es besser? Ist es schlechter? Bist du so ein Sturkopf, weil du Scheiße sagst? So ein Oldschool-Depp? Nein, ich muss mich mal zu sehr dann darauf konzentrieren, was mache ich denn jetzt? Muss ich das machen? Hier die Wiederholungszahl, hier wieder langsam. So, ich ziehe mein Training ganz normal durch. 5 bis 6 Sätze. Machst du nicht mal eine Deload-Phase während des Trainings und denkst mir darüber nach, dass du nur 60% von 100% drückst? Nee. Siehst du, deswegen bist du auch so schlecht. Ja, kann sein. Vielleicht müsste ich das mal ändern. Ja. Vielleicht hätte ich das auch zu meiner aktiven Zeit lernen müssen. Ich bin so undankbar, dass ich nicht früher diese YouTube-Sache entdeckt habe, ne, dass man Push-Pull-Beine trainieren soll, weil das ist ja der Pro-Split. Ne? Ich hab mir mal so einen Trainingsplan angeguckt, da müsste ich mich ja mehr damit beschäftigen, den zu studieren, wie mich da aufs Training zu konzentrieren. Was ist denn, wenn du jetzt sagen wir mal 250 Kilo beugst, was sind dann davon 80%? Ja, rechnen's aus, ne? 25 mal 18, 160 sind ungefähr 200 Kilo, wo du dann machen müsstest. Und dann 60% und dann musst du ja, da bist du ja nur mit dem Taschenrechner beschäftigt. Ja, aber das machen die ja heutzutage. Ne? Ja, das ist. Die haben ja, musst du mal ein Trainingstagebuch führen. Ja. Da schreibst du schön rein. Prozentrechnung. Also ich habe schon mal in der Schule gelernt. Steve, wie trainierst du? Was machst du? 2-mal, 3-mal die Woche, 5-mal am Tag? Oder? Ich mache es auch so. Ja, also ich war früher immer so der Verfechter von Dorian Yates, vom 2 Tage Training, 1 Tag Pause. Habe ich jetzt in der Offseason auch noch so gehalten. Aber jetzt zum Wettkampf habe ich vom Dennis natürlich auf. Hat Dennis gesagt, mach, weil wie gesagt, meine Rückenpartie und mein Arsch muss halt, hängt immer hinterher ein bisschen. Da haben wir dann das 2-mal die Woche gemacht. Und also habe eigentlich 6-mal die Woche trainiert im Grunde jetzt. Also jeden Muskel praktisch 1-mal, außer jetzt Rücken und Arsch praktisch 2-mal dann. Das sind meine Schwachpunkte. Ja. Und sonst habe ich auch ganz viele Schritte gesammelt. Das finde ich viel furchtbarer hier heutzutage. Was hast du? Dieses Schritte sammeln. Schritte sammeln? Schritte sammeln und eintragen im Handy so. Schritte sammeln.
Was ist denn das? Das machen die alle jetzt, Schritte sammeln. Schritte? Schritte sammeln die alle. Kennt ihr nicht? Ihr kennt doch bestimmt Schritte sammeln. Wer sammelt auch Schritte? Ich kenne Punkte sammeln bei Punkte. Wenn du einkaufst irgendwie. Ja, ja, okay. Sammeln sie Punkte. Oh, sammeln in Flensburg sammelst du gut Punkte. Schritte sammeln. Ja, also so 2000 Schritte irgendwie am Tag oder musst du haben oder irgendwie sowas. Das ist normale Schritte sammeln. Ja, so normale Schritte so, ja. So. Und was also bringt so das? Zu Fuß gehen. Und was bringt das? Kalorienverbrauch soll das sein. Also dann kannst du mehr wieder auch gleichzeitig mehr wieder essen und so. Ich kann auch eine halbe Stunde Rad fahren, oder? So. Ja. Können wir auch machen. Ja. Zumal in welchem Herzfrequenz bist du, wenn du einen Schritt läufst. Ja. Wenn du jetzt langsam einen Schritt läufst, dann bist du. Ja, ja, egal. Aber das ist so halt. Gut, Schritte sammeln, haben wir es gelernt. Ne? Wenn also. Du fragst du mich mal, dann erkläre ich es dir. Hast du auch Schritte sammeln? Ne? Also ich persönlich sammle keine Schritte. Ich bin auch mehr so der Typ in Flensburg mit den Punkten. Aber es gibt tatsächlich Leute bei mir im Coaching, die lasse ich Schritte sammeln, ja. Die sind dann zu faul dafür, Cardio-Training zu machen, bewegen sich einfach zu wenig. Und vom Prinzip her, wenn du dich abnimmst, hast du ja immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder du isst weniger oder du bewegst dich mehr. Was würdest du den Leuten empfehlen, um schnell Gewicht zu verlieren jetzt für den Sommer? Was würdest du machen? Erstmal ist der Sommer rum. Wir bewegen uns jetzt ist du noch im Herbst. Also jetzt schafft es keiner mehr, bis Ende August in Form zu kommen. Ja, das Steve hat sich in einer Woche 13 Kilo draufgefressen. Also kannst du auch... Ja. Also die beste Möglichkeit ist tatsächlich Fett absaugen. Also wer schnell sein Fett loswerden will, muss ein paar Euro investieren und dann das funktioniert perfekt. Und dann die andere Möglichkeit, es gibt letztendlich nur eine Möglichkeit. Ja, und es gibt auch nicht den Stoff oder das Medikament, was Fett verbrennt. Ja, wir träumen ja alle vom Mega-Fettburner, den wir im Internet bestellen. Letztendlich hilft nur ein Kaloriendefizit. Und das kann ich nur auf zwei Wege erzeugen. Entweder ich esse weniger oder ich bewege meinen Arsch mehr. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und wer meint, es gibt was anderes, der lügt. Wie habt ihr jetzt gemacht, eine Diät? Habt ihr Cardio gemacht? Oder? Ja, Cardio habe ich gemacht. Also ich habe morgens Cardio und habe angefangen die ersten Wochen mit 20 Minuten, dann 30 Minuten, dann 45 Minuten. Ja, so. Wir machen, also ich mache genau dasselbe. Ne? Also früher, jetzt nicht mehr. Da kannst du mal sehen, wer ist mit Dennis vorbereitet. Dennis macht dasselbe wie ich. Ich mache dasselbe wie der Paul macht dasselbe wie der Matze. Irgendwie machen wir alle aber falsch. Aber der Paul hatte wahrscheinlich das Glück, dass er kein Cardio machen braucht, oder? Oder hast du gemacht? Nee, doch, eine halbe Stunde jeden Morgen. Halbe Stunde ist schon wenig, ne? Das geht noch. Also ich musste 90 Minuten am Tag machen, dass ich meinen fetten Arsch überhaupt in Form gebracht habe. Aber das ist ja auch jeder verschieden, ne? Jeder ist verschieden vom Stoffwechsel her. Mir ist immer relativ leicht gefallen, Muskeln aufzubauen, dafür schwer in Form zu kommen. Steve, bei dir? Bei mir ist genau umgekehrt, ja. Ja. Das wäre der Hund, du bist schnell. Obwohl, andererseits auch jetzt, wo ich älter geworden bin, muss ich sagen, früher war es mir leichter gefallen, in Form zu kommen, weil ich konnte mehr mit. Also, jetzt muss ich schon wieder weniger Kalorien essen, um schneller in Form zu kommen. Und damals war es so, wo ich 24 war, habe ich irgendwie mit noch 300 Gramm Kohlenhydraten habe ich schon gut abgenommen. Und jetzt bei 300 Gramm, da hängt das Gewicht dann. Da muss ich dann auf 0 oder 100 oder so gehen, dann. Das ist das Ding jetzt. Also man merkt schon, wenn du älter bist. Was nimmst du für Kohlenhydrate? Reis? Nudeln, Kartoffeln? Reis, nee, Nudeln niemals. Ja. Also warum nicht? Kartoffeln auch nicht. Ja, weiß nicht. Das gibt es da einen Unterschied für dich? Oder weil du Reis besser essen kannst oder weil du es besser verträgst oder was? Ja, ich habe es noch nicht ausgetestet, sag ich mal. Ich habe noch keine Diät mit Nudeln oder mit Kartoffeln gemacht. Und ich bin dann so, oder Dennis sagte auch so, du, was bewährt ist, ist gut und was bleibt und warum soll man jetzt, wie heißt das, never change a winning system und ich, wie gesagt, ich bin da auch mit dem anderen, wenn ich Omnadrehen gut ballert, dann muss ich doch nicht auf AstraZeneca wechseln, dann kann ich ja bei Omnadrehen bleiben oder nicht, weißt du? Also das ist alles, da bin ich also auch. Also bei mir war es auch so, ich eine teste da nicht groß rum und mach, was gut ist, bleibt gut, so. Auch hier bei ihr bin ich seit 4 Jahren, immer polnisches gutes Essen, bleibe ich bei ihr seit beim Essen. Nächsten Jahre, natürlich beim Essen. Ja, Polen ist nicht so falsch, habe ich auch gemerkt. Das passt schon. Ja, ist egal, wie die Frau aussieht, Hauptsache kochen kann sie. Ja, und wenn sie nicht kochen kann, muss sie zumindest aussehen. Ne? Das, ne? Mein Vater hat immer gesagt, Hauptsache Kohle hat sie. Mein Vater hat immer gesagt, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Ja, ich glaube, die nächsten Tage kann ich meine Mutter nicht besuchen. Frau Botthoff, ha? Ich bin nicht der Schlimme. Der ist es. Naja, vertauschte Rollen. Ha?
Ja, also ich bin genauso gewesen. Ich habe meine Kohlenhydratquelle immer in Reis zu mir genommen. Ich habe es aber zum Mal probiert, in Kartoffeln, ging voll in die Hose. Habe ich Unmenge an Kartoffeln essen müssen, weil sie nur ein Viertel an Kohlenhydrate haben. Das war aber zu viel für mich vom Volumen her. Ging null in die Hose oder ging voll in die Hose. Mit Reis bin ich besser gefahren. Nudel konnte ich gar nicht. Na, ich esse noch Reisflocken, halt esse ich noch sowas. Nimmst du Reisflocken? Reisflocken. Ja. Manche sind ja noch mit Reiswaffeln im Gange, ja. So, wenn sie gerade, wenn sie dann unterwegs sind. Manche ja. Leute, manche ja. Bodybuilder siehst du ja im Internet, dann, oder bei Instagram, dann setzen sie mit ihrer Reiswaffel und dann Shake dazu. Das ist ja auch eine, eigentlich kannst du das auch, also das kann man auch machen, sag ich mal. Ja. Ich habe immer 100 Gramm Reiswaffeln genommen, habe die klein gemacht, habe Eiweißpulver dazu, Wasser rumgerührt. Geil, Hammer. Ja, das kommt immer auf die Muskelmasse drauf an. Ich meine, letztendlich Kreatin wird eine Muskelzelle abgelagert. Je mehr Muskeln, je mehr Kreatin. Das finde ich immer schwierig. Wir müssen ja auf einer Dose immer eine Pauschale schreiben. Ne? 5 Gramm. Ja, 5 Gramm. Wenn deine 80 Kilo wiegt, ist es vielleicht noch okay. So, jetzt sage ich dem Paul, nimm mal 5 Gramm Kreatin. Er sagt, du kannst schon am Arsch lecken. Ja? Ich nehme mal 12, 15, 20 Gramm am Tag. Ihr müsst jetzt immer sehen, wie viel Muskelmasse habe ich. Ich würde jetzt nicht nur am Gewicht gehen, sondern letztendlich am Ende des Tages ist es eine Frage der Muskelmasse. Wenn jetzt einer 100 Kilo wiegt und sieht aus wie so ein Sack, na gut, schwierig, ne? Sag mal, die Selbsteinschätzung sollte jeder haben zu sehen, das ist dasselbe mit dem Protein. Wie viel Protein brauche ich? Diese pauschalen Antworten sind immer ganz schwer, weil ich immer sehen muss, welcher Athlet steht denn vor mir und wer fragt denn diese Frage? Wie viel Muskelmasse hat der? Dasselbe ist bei der Körperfetteinschätzung. Das ist auch so eine Sache. Wie viel Körperfett habe ich? Wenn ich das Körperfett habe, 1% abzüglich des Körpergewichts, habe ich ungefähr die Muskelmasse und kann sehen, wie viel Eiweiß, wie viel Gramm Kreatin brauche ich denn? Also da muss ich schon jeder selber wissen, wie viel, wie oft trainiere ich, wie viel Muskelmasse habe ich, was ich für einen Athlet trainiere, schwer, mache ich hier ein Push-Pull-Peine-Schwul-Scheiß-Programm, brauche ich natürlich kein Kreatin, da kann ich auch am Daumen lutschen, ist genauso erfolgreich. Oder bin ich vielleicht ein erfolgreicher Athlet, ja, der das auch ernsthaft betreibt. Je nachdem, wie viel Einsatz und wie viel investiere ich in meinen Sport, in meine Leidenschaft, in meinen Körper. Dementsprechend muss ich auch die Supplements einnehmen. Hat auch ein bisschen mit der Ernährung zu tun. Wer sehr viel Fleisch isst, braucht weniger Kreatin. Also wenn jetzt hier jemand sich vegan ernährt, das sind die, die eigentlich am meisten davon profitieren. Die kriegen dann richtig Zunder aufs Zepter. Vieles ist individuell. Unser Körper, unser Trainingssystem, wie wir aussehen am Ende des Tages, das Tieffett schnell hat. Ich habe schnell Muskeln aufgebaut. Beim Paul ist wieder eher, der kommt schneller in Form, der tiefer reinsteht. Wenn ich die Adern auf dem Bein sehe, sowas habe ich nie gehabt. Ja? Dafür war mein Bein vielleicht 12 cm dicker. Kampfadern vom vielen Stehen von früher. Vom Stehen vom Studio. Ne? Weißt du, und so ist jeder verschieden zu sehen. Ich war kein sehr vaskulöser Typ, aber ich habe halt unmenschliche Umfänge gehabt, wo die anderen gedacht haben, das spinnt doch. Ja? Jeder ist verschieden. Außer der Matze, der hat nichts. Der hat keine Adern, der hat keine Muskeln. Ja, ist echt ein Problem. Ich bin irgendwie so. Aber der Matze hat viel Haarausfall bekommen. Ja, stimmt. Deswegen trage ich heute eine Kopfbedeckung, damit ich neben dir jünger aussehe. Nee, Spaß beiseite, weil ich immer so über den Matze herziehe. Ich habe es schon oft gesagt, Matze ist einer der Athleten, den ich wirklich mit allerhöchstem Respekt sehe, weil es haben mich wenige Athleten beeindruckt im Leben. Und Matthias Botthoff habe ich gesehen, da war ich als Gast da bei der Deutschen, glaube ich. Und danach hat der Hund sich ausgezogen. Auf der Bühne habe ich nicht gesehen, weil ich mich selber vorbereitet habe, gerade beim Wettkampf. Danach hat er bei der Siegerehrung, da war dann mal so ein Treffen, die Athleten waren da. Und er war dann danach gab es immer noch ein Bankett, ne? Kennst du auch noch? Gibt es ja heute alles nicht mehr. Gab es ein Bankett und der Gesamtsieger hatte nochmal posen müssen. Dann hat sich der Matze ausgezogen und da habe ich gedacht, der Hund wird mir gefährlich. Das muss ich vermeiden. Ja? Gott sei Dank war der beim falschen Sponsor damals, ne? Und hat nicht zugenommen. Aber also wirklich, Chapeau von Matthias, wieder ausgerechnet. Ich behaupte ja immer, du hast wegen mir aufgehört, weil du Angst hattest. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte gerne mal neben dir gestanden, damit du mal siehst, wie ein Bodybuilder aussieht. Ja? Aber du bist ja nie in meine Kategorie auch nur annähernd gekommen. In meinem ja, Fuß zu riechen. Ich hätte es den Leuten mal gegönnt, damit die einfach mal gesehen hätten, den Unterschied zwischen einer guten Linie und zwischen einfach so einem Würfeltyp. Gott sei Dank ist bei den Profis der Typ Würfelzeher anerkannt. Ne? Ja. Und die heute ästhetisch sind, das sind die Classic Physik. Nein. Ne? Aber jetzt mal ehrlich, ich will ja auch meinen Sponsorvertrag behalten. Es wäre ein Traum, ein Wunsch von mir gewesen, neben dir auf der Bühne zu stehen. Nehmen wir auch, ich hätte es gerne gehabt. Ich hab Markus ja noch live auf der Bühne erlebt. Das war wirklich sehr beeindruckend. Also da kriegt man schon Schnappatmung, ganz ehrlich. Und da habe ich gedacht, ey, boah, neben so einem mal zu stehen, das wäre schon eine Ehre. So habe ich damals wirklich gedacht. Ist leider nie dazu gekommen, aber es hat einen trotzdem, also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe es schon oft erzählt. Aber wenn ihr bei einem Wettkampf wart in Amerika und dann kommen so nach und nach die Athleten raus, gute Athleten, überall von der ganzen Welt.
Die Leute klatschen so ein bisschen, ne? Gute Stimmung, alles normal. Und dann irgendwann kommt Markus Rühl oder ist Markus Rühl rausgekommen. Und jedes Mal hat der Saal Kopf gestanden. Und dann sitzt du da als deutscher Zuschauer und denkst dir, ja, das ist er, unser Markus. Also er hat wirklich einen riesen Stand, genau. Naja, also das war wirklich absolut beeindruckend. Und es ist schade, dass wir halt im Moment so einen Athleten nicht mehr haben. Jetzt nichts gegen Steve oder Paul, um Gottes Willen. Ja, Steve, wie gesagt, alle Ehre. Ich bin neidisch auf ihn. Ich finde es super, dass ich zum zweiten Mal zum Mr. Olympia hingearbeitet hat. Aber wir hatten schon Ausnahmeathleten wie Markus und auch einen Dennis Wolf. Die fehlen halt im Moment ein bisschen. Ich kann nur Steve sagen, von Monte so. Ja, darf ich dir jetzt sagen, mit ein bisschen Abstand, mit 10 Jahren, wo ich, oder 11 Jahren, wo ich nicht mehr auf der Bühne war, oder beim Olympia, du wirst es verstehen, wenn es vorbei ist, wie groß es ist, was du gepackt hast, beim Olympia zu stehen, ohne Scheiß. Weil wenn du irgendwann mal, wir waren ja ein paar Mal als Zuschauer dann da danach und haben uns den Olympia live angeguckt und wenn du dann da stehst und siehst das große Ganze, was da überhaupt los ist, wie viele Athleten, wie viel Aufmerksamkeit du bekommst, wie viele tolle Bodybuilder in der Zuschauer sitzen, ne, und denken, ich würde alles dafür geben, da oben zu stehen und du hast da oben gestanden, dann weißt du erst, wie groß das ist. Deswegen genieß, es ist immer so scheiße, ich weiß, du kannst es nicht genießen, aber genieß den Moment, weil du weißt nicht, wie lange das ist und wie oft es noch sein wird und wie lange du den Sport Bodybuilding noch leben darfst. Ich bin oft traurig darüber, dass ich nicht mehr leben darf. Deswegen ist das eine super geile Zeit, wo du jetzt hast. Und genieß, auch für den Paul, genieß jeden Moment, auch wenn es scheiße ist. Und wenn du dir oft denkst, so ein Scheißdrecksport, wärst du Fußballer geworden. Ja? Diese Gedanken hast du eigentlich nur, wenn du dann so von deinem Essen hockst und denkst, oh, ich esse jeden Tag das Gleiche. Andere gehen jetzt zu McDonald's oder essen eine Pizza und du tust dir das ja an. Aber, dann aber ich kann dir eins sagen, Paul, ohne Scheiß, genau, die Pizza schmeckt scheiße. Ja, und du kriegst so Sodbrennen und fetten Arsch und hast irgendwann Falten im Rücken und stehst nackt vorm Spiegel und denkst, wer ist denn das fette Schwein im Spiegel da gerade? Das bist du selber. Und denkst, Kacke, wie hast denn du mal ausgesehen? Ja. Genieß jeden Moment, ohne Scheiß. Und das ist das Schöne und das ist Bodybuilding. Und das ist der Moment, den du lieben musst. Also, ich kann dir aus Erfahrung sagen, es kommt die Zeit, so war es bei mir heute Morgen wieder, ich komme aus der Dusche und denke mir, Gott sei Dank ist der Spiegel beschlagen. Also, ja, also das finde ich ganz toll, dass ihr zwei da seid. Habt ihr Lust, die zweimal posen zu sehen? Ja? Dann würde ich sagen, die können sich langsam ein bisschen aufwärmen, oder? Ich weiß ja nicht, was ihr machen wollt. Wollt ihr euch aufwärmen oder aber T-Shirt aus oder Hose runterziehen, genau, und Arsch zeigen oder was? Keine Ahnung. Willst du? Ein bisschen Öl wird sonst so. Du möchtest jemanden Steve einölen? Ja. 50, 100, 200. Wer möchte Steve ein? 300 hier. Wer möchte Steve einölen? Nee, komm, mach jetzt mal einen Deal. Wenn die Frau okay ist, egal wer 50 Euro jetzt spendet, darf einen Steve einölen. Auf geht's. Wer? Da hinten der junge Mann. Auf, komm her. Fuffi in die Dose, warte, ich hol's und dann darfst du Steve einölen. Das Problem sehe ich eher so, dass so ein bisschen das Charisma verloren geht. Ne? Mir fehlen so die Typen. Weißt du? Ich will jetzt nicht sagen, dass früher alles besser. Setz dich ruhig zu uns. Ja, setz dich ruhig. Vielleicht haben die auch eine Frage an dich. Wie heißt denn? Kevin. Kevin. Das ist der Kevin. Ein Kevin gibt's immer. Ja? Kevin, und warst du allein zu Hause heute? Nee, leider nicht. Ja, bei mir haben damals in der Klasse, jeder zweite hat Markus gehießen. Ja. Das war in den 70er Jahren so ein Modename. Ne? So wie, wann bist du geboren? 99. Naja, 99. 99 war jeder dritte Kevin. Ja. 99, schön. Warum bist du hier? Warum willst du? Wegen Markus John. Ach, der ist tatsächlich, ja? Ist er hier? Guck mal da oben am Baum. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ja, servus. Markus John. Ja, der fängt am Montag bei mir in der Firma an. Ja. Genieß die Zeit des Freiseins noch, Junge. Ja? Ist angerichtet? Ja, kommen wir zurück zur Ernsthaftigkeit der Frage. Wie war die Frage nochmal? Bodybuilding? Hier. Achso, ich bin voll abgekommen, ja. Nee, guck mal, wo ich so groß geworden bin, da war so ein Dorian Yates, ein Lee Haney, ein Vince Taylor, Lila Brada, Sean Reid, weißt du, das waren alles so Namen, die sind ja heute noch voll im Kopf drin. Dann war so zu meiner Zeit, dann war so ein Jay Cutler, ein Ronnie Coleman,
ein Markus Röhle, ein Nasser El-Sonbadi, ein Jean-Pierre Fuchs, ein Günter Schlierkamp, dann ein Dennis Wolf. Ich muss jetzt den Botthoff nennen, weil er dabei ist, ne? Aber alles so Leute mit Karma, mit Ausstrahlung, ja. Wer ist denn heute dabei? Ich kenne jetzt noch einen Steve, ich kenne einen Paul aus deutscher Sicht, einen Tim natürlich aus deutscher Sicht. Aber ansonsten geht mir das alles so verloren. Jetzt ist der Phil noch weg, ein Kai Green ist weg. Wer sind jetzt noch da? Kennst du die? Also ich bin ganz ehrlich, ich lese mir die Teilnehmerliste durch und bei den meisten muss ich erstmal googeln, wie die überhaupt aussehen. Ich kenne die gar nicht mehr. Und das ist jetzt nicht, weil ich mich nicht mehr so mit dem Thema beschäftige, sondern weil dieses Charisma, dieses Karma ist so weg. Das sind so keine Typen mehr, die sind heute so austauschbar. Da ist heute keiner mehr, der so richtig eine coole Sau ist, der so ein Typ ist. Weißt du, man mag mich oder man mag mich nicht, aber ich habe zumindest irgendwie so eine Duftmarke gesetzt in der Geschichte des Bodybuilding. Mit meiner Art, mit meinem Körper. Ne? Und das fehlt mir heute alles so. Wo ist denn der Typ? Und Ronnie kennt jeder, ja. Schlimm, was ihm heute widerfahren ist. Aber trotzdem, er kennt jede Sau. Jetzt so ein Rowley kennt jede Sau aufgrund seiner Masse. Ein Nasser, ja. Oder heute Big Ramy. Wenn der mal nochmal weg ist, ja, was ist denn dann? Ja, dann hören wir auf mit dem Scheiß. Weil es sind alles so austauschbare Figuren dann. Da ist auch keiner mehr da, der so extrem raussticht mit allem. Sei es vom Körper oder sei es vom Karma her. Ich glaube, man muss zwei Seiten betrachten. Zum einen, erstmal prinzipiell macht natürlich jeder Bodybuilding, der irgendeine Hantel in die Hand nimmt, egal ob das jetzt die Oma ist, die Frau oder der junge Mann, der ins Fitnessstudio. Insgesamt ist die Bodybuilding-Entwicklung ja sehr gut. Immer mehr Menschen gehen ins Fitnessstudio. Nur ich glaube, was halt einfach ein bisschen nachgelassen hat, ist dieses Hardcore-Bodybuilding. Wenn man so schaut, 80er, 90er Jahre, Anfang 2000, dann irgendwann kam so ein kleiner Knick, oder? Ja, ich hoffe, wir kommen wieder zurück irgendwo, weil das Bodybuilding ja auch immer weniger Anerkennung hat, das Schwergewichts-Bodybuilding. Ich glaube, so Classic Men's Physique ist extrem auf dem Vormarsch. Siehst du ja auch in Deutschland, wir haben, glaube ich, 3 Athleten, die im Classic Bodybuilding dabei ist, ne? Und nur noch einen Bodybuilder. Gibt mir so ein bisschen so denken, habe ich so ein bisschen Angst drum, die Entwicklung eben, wo ist. Und ich hoffe, dass vielleicht auf kurz oder lang wieder ein aktiver also Schwergewicht. Noch nie war so wenig los im Schwergewichts-Bodybuilding. Also da fehlen einige Namen. Da hatten wir in der Vergangenheit halt viel, viel mehr Quantität und Qualität auf der Bühne. Ja, gerne. Ich tue jetzt mal an beide, ich fange mal an. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin 1991 ins Fitnessstudio. Da habe ich so ein bisschen trainiert für mich, habe parallel noch Fußball gespielt, habe dann jemand oft gehört. Und mit Fußball und habe dann gedacht, okay, jetzt guckst du mal, was im Bodybuilding geht. Aber niemals, ohne Scheiß, könnte man glauben, niemals mit einem Wettkampfgedanken. Ich habe das nur gemacht, weil ich es geil fand. Ich fand das Essen geil, ich fand die Typen geil, ich fand die Kleidung geil, ich fand mich geil, so quälen, den Sport, so das ganze Flair. Wenn ich so die Bodybuilder in der Zeitung gelesen habe, denke ich, boah, der ist cool, ja, das ist so ein harter Arbeiter. Und das hat mich imponiert. Und dann kam das halt so Step by Step, dass du selber gesehen hast, vielleicht hast du doch das Talent dafür, mal auf eine Meisterschaft zu gehen. Und dann bin ich das erste Mal auf die Hessenmeisterschaft gegangen und irgendwie haben die Leute mich alle so komisch angeguckt. Da habe ich gedacht, sehe ich so schlecht aus? Scheiße, vielleicht hast du es doch nicht geschafft. Ne? Dann stand ich da mit 105 Kilo, bin zweiter Hessenmeister geworden, 2 Jahre später waren es 117 Kilo, bin deutscher Meister geworden. Und nochmal 2 Jahre später habe ich meinen ersten Wettkampf gewonnen mit 128 Kilo. Insofern ging das schon relativ Step by Step, aber ich hatte immer eins, ich hatte immer sehr viel Spaß und Lust auf den Sport. Und wenn ich heute eins so ein bisschen verurteile an den deutschen Athleten, da ist es nicht, ob die erfolgreich sind oder nicht. Mir fehlt so die Lust auf den Sport. Wenn ich Lust habe, guck mal an Steve und Paul, die machen immer wieder mit, immer wieder, immer wieder. Ich habe heute das Gefühl, dass die heutigen Profis eher das als übel empfinden, auf einen Wettkampf zu fahren. Als notwendiges Übel. Ist ja viel geiler, Social Media zu machen, Instagram zu machen. Ein bisschen YouTube, das ist ja cool, da kann ich fressen, sehe aus wie ein Scheißhaufe und habe trotzdem ein bisschen Follower. Aber der Wettkampfgedanke ist doch das, was ein Profi-Bodybuilder ausmacht. Wenn ich den Beruf Profi-Bodybuilding wähle, was macht denn das dann aus? Wettkämpfe, USA, zeigen, mit den Besten messen. Da will ich hin, ich will doch groß werden in dem Sport. Und das vermisse ich heute ein bisschen. Ja? Und deswegen allerhöchsten Respekt von Steve. Der zeigt sich jetzt wieder. Ja? Grundübungen. Also vom Prinzip her sollte natürlich jeder mal in seinem Kraftsportleben Grundübungen gemacht haben. Aber ob die jetzt fürs Training essentiell sind, nicht zwingend. Also man muss jetzt nicht unbedingt, um eine dicke Brust aufzubauen, Bankdrücken machen. Und du musst nicht unbedingt Kreuzheben machen für einen stabilen Rücken. Kreuzheben, Kniebeugen,
Das sind natürlich Übungen, die eine sehr hohe Funktionalität haben. Also in manchen Sportarten sind die, glaube ich, wichtiger als im Bodybuilding. Also wenn zum Beispiel jemand Kraftsport macht, Leichtathletik, Kampfsport, der wird ums Kreuzheben nicht drumherum kommen. Der Bodybuilder an sich, der sehr stark versucht, Muskeln zu isolieren. So ein Bodybuilding-Training ist ja kein sportliches Training in dem Sinne. Ein Boxer, ein Leichtathlet, ein Footballspieler, der wird ja nie irgendwelche Bizeps-Curls machen. Der wird keine Isolationsübungen machen. Der wird immer komplexe, funktionelle Übungen machen. Deswegen möchte ich behaupten, für Bodybuilding sind sie nicht zwingend notwendig. Da kann man die ganz gut kompensieren. Ich bin hier voll eine Kaugummi gelatscht, ey. Das ist eklig. Also ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Übungen für das Bodybuilding nicht essentiell. Also man muss sie nicht zwingend machen. Wobei man da, glaube ich, auch noch ein bisschen differenzieren muss. Ich glaube, hast du immer Kreuzheben gemacht? Ich habe Kreuzheben oft gemacht, aber nicht viel. Eine Zeit lang habe ich es in meinem Training drin gehabt und irgendwann habe ich es rausgenommen. Warum? Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich damit einen besseren Rücken aufbauen kann. Ja. Ich hatte auch immer Angst, dass mein Becken breiter wird, dass ich in der Taille breiter werde. Das war halt immer ein Zeichen von mir. Oh, guck mal, der Botthoff ist schön schmal in der Taille. Was? Ich hatte immer Angst, dass ich da breit werde. Was denn? Und schmal in der Taille? Wie gesagt, ich habe halt... Du machst schmal um die Schultern, ja, aber nicht in der Taille. Erzähl weiter, lass schon da so ein Konzept bringen. Ja, total, ja. Ja, wenn einer so viel Unsinn labert. Ja. Zumindest technisch begabt, kannst du das Handy anschauen. Ich schließe das Handy gleich an, ja. Wenn die so weit sind und ihr die Posen sehen wollt. Ach so, deswegen habe ich Kreuzheben, ich muss das Handy gleich anschließen. Ach so, okay. Deswegen habe ich nicht so lange Kreuzheben gemacht. Ja. Wie gesagt, ich habe es nicht für die effektivste Übung für die Rückenmuskulatur gehalten. Wer macht von euch Kreuzheben? In welcher Regelmäßigkeit? Ganz oft, jedes Mal oder nur ab und zu? Ab und zu, ne? Ich finde, jede Übung hat sein Belang, wenn man es ab und zu macht, ja? Wie so alles im Leben. Aber ich bitte euch um eins, nicht falsch verstehen, dass Kreuzheben die absolut wichtigste Übung ist für einen massiven Rücken. Das auf gar keinen Fall. Ich glaube, wenn man ab und zu Kreuzheben reinmacht, weil man mal Gewicht sehen will, weil man natürlich eine komplette Entwicklung haben möchte, aber bitte kein Kreuzheben permanent, um einen massiven Rücken zu gehen. Da gibt es wesentlich bessere Übungen. Also ganz bestimmt. Und es ist so eine technische Frage. Es gibt nämlich viele verschiedene Arten vom Kreuzheben. Muss man auch ein bisschen differenzieren. Also eins muss man sagen, YouTube am 1 erreicht Aufmerksamkeit. Das muss man unumgänglich sagen. YouTube am 1 erreicht, sie haben mit ihrem wenigen Wissen haben sie viel Aufmerksamkeit gehabt. Deswegen, also da Chapeau, muss man viel zeigen. Gott sei Dank hat sich ja mittlerweile so das alles wieder sensibilisiert, dass man gesehen hat, die YouTuber, die mal zeitlang oben waren, die machen heute Unternehmensberater oder sind Entrepreneur. Alles gut, ja. Leben einen tollen Lebensstil. Aber jeder, wie er will. Ne? So, und jetzt wollen wir ein bisschen Muskeln sehen. Ja, ich schau mal, wie es aussieht an hier. Komm, wir machen ein bisschen Platz hier. Ich glaube, der Paul fängt an. Machen genau, hier die Stühle Scheiße, müssen wir nochmal beiseite räumen. Ja.
Der Markus hat auch einen Musikwunsch, den mache ich jetzt drauf. Tut mir jetzt schon leid für den Paul. Thank you.
Dankeschön. Markus Röhl